Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Ich habe heute den Test von letzter Woche bekommen. Ich habe eine 1 geschrieben, eine 1 plus. Ich war der Einzige in der Klasse. Ich habe auch sehr, sehr viel dafür gelernt. Und wenn man lernt, dann bekommt man halt gute Noten. Katie Brittany, wisst ihr was? Kyle hat heute Hallo zu mir gesagt. Ich glaube, er mag mich. Oh, Kyle ist einfach mein Traumprinz. Irgendwann mal will ich Kyle heiraten. Und dann leben wir zusammen und haben 12 Kinder. Nein, ich glaube, Kyle wird eher mich heiraten, weil zu mir hat er Hallo gesagt, zu euch nicht. Ja, weil Hallo sagen sowas Besonderes ist. Ich sage Hallo zu der Frau Direktorin, das heißt nicht, dass ich sie heiraten will. Ich muss schnell die Bücher holen für die nächste Stunde. Ah ja, wir haben Mathematik. Dum, 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 dum. Oh, hallo Irene, du hast voll die gute Note geschrieben. Oh, Kyle, danke, das ist echt nett von dir. Ich habe auch sehr viel gelernt. Um Gottes Willen, Kyle, er redet mit ihr. Er hat mit mir noch nie geredet, er hat nur Hallo gesagt. Wieso redet er mit dieser elenden Brillenschlange? Redet er vielleicht auch mit uns? Oh Mann, Irene. Ich wünschte, du könntest mir Nachhilfe geben, Irene. Ich habe nämlich die Hälfte der Fragen vom Test nicht mal verstanden. Ach, das ist echt nicht so kompliziert. Man muss nur die Keywörter raussuchen. Aber wenn du willst, wir können gern mal gemeinsam lernen. Dann kann ich dir zeigen, wie ich das mache. Was ist das dein Ernst? Du willst mir Nachhilfe geben? Das wäre mir so eine große Hilfe. Boah, danke, Kylie. Du bist die Beste. Tschüss. Oh Mann, Kylie ist so nett. Aber ich helfe gerne meinen Mitschülern. Irene, die hält dich sowas für was Besseres, schon immer, schon seit dem Kindergarten. Hey, wie wär's, sollen wir sie wieder ein bisschen veräppeln? Ja, komm schon, ich habe richtig Bock drauf, gehen wir. Na, Irene, du elende Brillenschlange. Was fällt dir ein, mit meinem zukünftigen Ehemann Kyle zu sprechen? Halte dich von ihm fern. Aber er hat mich angesprochen. Ja, genau, was will er denn von einer elendigen Brillenschlange? Hey, Irene, mit deiner Brille schaust du aus wie ein Maulwurf. Lasst mich in Ruhe. Nimm das. Meine Bücher, wieso hast du das gemacht? Wenn du nicht noch mehr Ärger von uns haben willst, dann hältst du dich von Kyle fern. Hast du das verstanden? Du Brillenschlange. Ihr seid so gemein, ich kann doch nichts dafür. Du bist sonst so schlau, Irene. Ich hoffe, dass du was daraus gelernt hast. Und zwar Finger weg von meinem Kyle. Komm, Mädels, gehen wir. Der war gut. Tschüss, du Maulwurf. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ich verstehe nicht, warum sie so gemein zu mir sind. Seit dem Kindergarten. Ich habe ihnen gar nichts gemacht. Ich wünschte, ich könnte einfach die Schule wechseln. Hallo, Irene. Wie geht's dir? Was machst du? Nanu, warum weinst du? Ach, gar nichts. Es war mal wieder, du weißt schon, Miley, Katie und Brittany. Oh, diese drei vergammelten Klobürsten. Oh, das tut mir so leid, dass dir das immer passiert. Irene, wirklich, es tut mir so leid. Aber weißt du was? Wie wär's, wenn wir die Zeit einfach vergessen und wir gehen heute in ein Karaoke-Café? Es hat nämlich ein neues Café aufgemacht. Da kann man halt Kaffee trinken und Karaoke singen. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, in der Öffentlichkeit zu singen. Ich habe bis jetzt noch niemandem gezeigt, dass ich singen kann, außer dir. Ach komm schon, gehen wir einfach hin. Du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Aber ich will mir das anschauen und ich selber möchte auch ein bisschen singen. Ja, du hast recht. Was kann denn schon passieren? Gar nichts. Ja, ich freue mich so, dass wir hingehen. Das wird so cool. Wow, dieses Café schaut ja richtig cool aus. Schau dir mal den Boden an, er leuchtet und... Boah, das sind aber viele Leute. Hey, schau mal, da singt jemand. When it's gone, it's gone, it's gone. It's gone. You did wrong, so wrong, so wrong, so wrong, so just you. Wow, die konnte aber schön singen. Das war doch das neue Lied von Blackpink. Na los, Irene, du als Nächstes. Komm, trau dich. Was? Ich? Nein, ich will wirklich nicht. Danke, ich trau mich nicht. Ach komm schon, die sind alle unnett hier. Sing, trau dich. Okay, ich bin fertig. Wer will als Nächstes? Hier will jemand. Meine Freundin Irene. Sie will jetzt singen. Komm, trau dich. Nein, ich trau mich nicht. Los, komm schon, trau dich. Los, Irene. Es tut mir leid, Irene, du hast keine andere Wahl. Die Zuschauer haben beschlossen, dass du als Nächstes singst. Viel Spaß. Oh Mann, jetzt muss ich wirklich singen. Das schaffst du. Sing einfach so, als ob du alleine zu Hause wärst. Viel Glück, Irene. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Woo. Okay, nicht nervös sein. Einfach die Augen zumachen und singen. They may question everything. I couldn't trust what I was seeing. Took away the voice in my head. Unstitched all my threads, now I'm seeing red. I would recommend you stay away from my bed before I tear you to shreds.
Sie hat wirklich eine tolle Stimme. Wow! Nanu, was ist denn das für eine Stimme? So eine schöne Stimme habe ich ja noch nie gehört. Woher kommt die? Ich muss schnell nachschauen gehen. Ich wünschte, ich könnte so schön singen wie sie. Ich wusste gar nicht, dass Irene so schön singen kann. Irene ist so talentiert. Warum starren mich alle so an? Wow, Irene, Zugabe, noch ein Lied. Wow, Irene, du hast so eine tolle Stimme. Kann ich ein Autogramm haben? Ich möchte auch mal mit dir singen. Seit wann kannst du das? Irene, siehst du, alle sind begeistert von deiner Stimme. Wirklich? Danke. So cool. Magst du dann als nächstes singen, Jimin, von BTS? Oh, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Es ist schon so spät. Ich muss nach Hause. Oh Mann, schade. Aber kann man nichts machen. Aber nächstes Mal singen wir ein Lied gemeinsam, okay? Ja, klar. Tschüss, Leute. Oh, schnell weg. Oh Mann, ich habe leider nicht gesehen, wer so schön gesungen hat. Aber wer immer sie ist, ich brauche sie in meiner Agentur. Ich habe nämlich eine Musikagentur. Ich weiß schon was. Oh, ich habe eine Idee, wie ich sie finden werde. Und dann werde ich sie zum nächsten Star machen. Irene ist mir so eine große Hilfe. Deswegen habe ich ihr eine kleine Überraschung gekauft. Ich hoffe, es wird ihr gefallen. Denn ich habe gehört, dass Kinder in der Schule sich über sie lustig machen, dass sie immer dasselbe anhat. Und das wird sich ab heute ändern. Hey Irene, magst du kurz eine kleine Pause machen? Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ein Geschenk? Für mich? Was ist denn der Anlass? Ach, gar nichts. Ich habe viel Geld gespart, weil du mir immer so sehr geholfen hast und ich wollte dir einfach nur ein Geschenk machen. Aber Mama, du solltest das Geld doch nicht für mich ausgeben, sondern für dich. Du brauchst ja Medikamente. Ach, Papalapap, mir geht es gut. Der Arzt hat keine Ahnung. Schau, das habe ich für dich. Hier. Okay. Danke, Mama, du bist einfach die Beste. Na, schauen wir mal, was es ist. Wow, Mama! Das ist ja ein Kleid. Oh, so ein schönes Kleid habe ich ja noch nie gesehen. Oh, danke, Mama. Du hast mir so ein schönes Geschenk gemacht. Danke. Oh Mann, genau das wollte ich sehen. Es freut mich, dass dir mein Geschenk dich so glücklich gemacht hat. Und ich kann es kaum erwarten, dass du das morgen in der Schule anziehst. Oh, ich kann es auch kaum erwarten. Dann kann sich niemand mehr über mich lustig machen, dass ich hässliche, stinkenden Klamotten anhab. Oh, ich habe einfach die beste Mama der Welt. Am nächsten Morgen in der Schule. Schule! Guten Morgen! Oh, wow! Mir ist noch nie so aufgefallen, wie hübsch Irene eigentlich ist. Weißt du, ich habe gehört, sie hat doch noch eine tolle Stimme. Ich will unbedingt wissen, woher sie dieses Kleid hat. Ich will mir dasselbe Kleid für mich kaufen. Ah, da ist ja Taylor. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Taylor. Irene, woher hast du denn das tolle Kleid? Du schaust richtig heiß in diesem Kleid aus. Haha, Taylor, hör auf. Danke, meine Mama hat mir das Kleid gekauft. Sie hat gesagt, weil ich ihr immer helfe beim Bauernhof, hat sie mir jetzt ein Geschenk gemacht. Ist das nicht schön? Jetzt kann sich Miley, Katie und Britney nicht mehr drüber lustig machen, dass ich hässliche Klamotten habe. Hey Irene, woher hast du denn dieses Kleid? Du musst mir unbedingt sagen, von welchem Shop. Das hat meine Mama aus dem Internet bestellt und zwar von lolingo.de/tokatoast. Die haben die schönsten Sachen dort. Hey Irene, geh mir mal wieder in das Karaoke-Café. Ja, ich will unbedingt mal mit dir zusammen singen. Ja klar, das können wir gerne machen. Wow, Irene, du bist ja jetzt richtig beliebt. Ach, hör auf, Taylor. Oh, endlich Mittagspause. Ich habe schon so einen Hunger, Irene. Was willst du essen? Keine Ahnung, aber ich hoffe, ich mache mein Kleid nicht schmutzig. Ach, hör auf, du brauchst jetzt nicht so übervorsichtig sein. Oh, ich nehme einen Burger. Man kann ja Kleider waschen, auch wenn sie schmutzig werden. Ja schon, aber es gibt Flecken, die gehen nie wieder mehr raus. Deswegen esse ich heute nur etwas, was keine Flecken machen kann. Nackte Nudeln mit einer Orange und Shrimps. Ich hoffe, das schmeckt lecker zusammen. Wie wär's, wenn die Zuschauer uns in die Kommentare schreiben, was ihr Lieblingsessen ist? Ja, das ist eine tolle Idee. Bitte, Leute. Also, wow. Dein Outfit. Miley, woher hast du nur dein Outfit? Ach, das war ganz, ganz teuer. Aus Gucci. Ich habe noch nie so ein schönes Outfit gesehen. Außer bei... Oh mein Gott, Miley. Bitte, dreh dich nicht um. Was ist denn hinter mir? Oh mein Gott, sie hat dasselbe Outfit an wie ich. Komm, gehen wir zum Tisch essen. Oh, Irene, sie macht mir immer alles nach. Oh nein, Miley, was hast du jetzt vor? Wirst du dich umziehen gehen? Natürlich nicht. Ich werde dafür sorgen, dass Irene sich umziehen muss. Ich weiß auch schon genau, was ich machen muss. Oh, Miley. Ich sehe an deinem Gesicht, du hast wieder einen tollen Plan. Schau zu und lernt. Dup-di-dup-di-du. Ich muss mir was zu trinken nehmen. Und zwar Tomatensaft.
Oh, Irene, du hast ja dasselbe Outfit an wie ich. Oh, Miley, du hast recht. Also ich muss sagen, das Kleid steht dir richtig gut, Irene. Oh, wow. Findest du das wirklich? Oh, danke. Dir steht es auch voll gut. Oh, oh, es tut mir leid. Ich habe voll meinen Tomatensaft auf dein Kleid geschüttet. Oh, Miley, das hast du mit Absicht gemacht. Gib's zu. Was? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss sagen, so schaut das Kleid besser an ihr aus. Habt ihr das gesehen, wie ich das gemacht habe? Jetzt muss sie sich umziehen, ob sie will oder nicht. Der hast es gegeben. Und diese Flecken kriegt sie nie wieder mehr raus. Der war gut. Das hat sie zu 100% mit Absicht gemacht, diese gemeine... Oh Mann, Irene, das tut mir so leid, dein neues Kleid. Komm, ich muss mich umziehen gehen. Hey Irene, hast du dich schon umgezogen? Das war echt nett von deiner Mama, dass sie dir die Klamotten gebracht hat. Ja, ich bin fertig. Mann, das schöne Kleid. Ich muss das wegschmeißen. Nie darf ich etwas Schönes haben. Miley zerstört einfach alles. Nanu, was ist denn das? Was meinst du? Boah, warum sind hier so viele Leute am Gang? Oh, Irene, komm schnell. Schau mal. Hä? Was ist denn dort? Was ist es, Taylor? Ist hier irgendwas? Schau mal. Ein Musikcontest. Ja, das ist von einer berühmten Musikagentur. Und die haben so berühmte Sänger wie zum Beispiel Justin Grande und Ariana Bieber. Hey Irene, du mit deiner Stimme solltest unbedingt mitmachen. Meinst du das ernst, Kyle? Soll ich mitmachen? Na klar, mit deiner Stimme. Los Irene, trag dich ein. Ja, komm schon, du gewinnst das. Wenn jemand eine Chance hat, dann du. Schau Irene, alle sagen, du sollst dich eintragen. Oh Mann, jetzt macht sie mir einen ganz schönen Druck. Aber wenn ihr das meint? Na klar, mach es. Komm schon, was hast du zu verlieren? Gar nichts. Stimmt, außer dass sie Nein sagen kann, wirklich nichts passieren. Weißt du was? Und ich trage mich auch ein, okay? Okay, abgemacht. Also, hier ist meine Unterschrift. Okay, gib mir den Stift, dann trage ich mich auch ein. So, hier ist meine. Wer hat noch Lust, dich einzutragen? Nee, gegen Irene habe ich keine Chance. Ich überleg's mir, vielleicht trage ich mich ein. Ja, mach doch alle mit. Das wird ein Riesenspaß. Los, Leute. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht, aber später. Was sagst du? Soll ich mich wirklich eintragen? Na klar, Irene hat sich ja auch eingetragen. Und wenn du dich eintragst, mache ich's auch. Oh, schaut mal, wer sich beim Musikcontest eintragen will. Dick und doof. Oh nein, es ist Miley. Oh. Na, schauen wir mal, wer auf dieser Liste steht. Warte mal, hat sich Irene und Taylor eingetragen? Oh, ja, Irene hat so eine tolle Stimme. Wir haben sie letztens gehört, einfach bezaubernd. Ach so, ist ihre Stimme so bezaubernd, so wie mein Fuß in deinen Hintern? Was? Oh, nein, bitte nicht. Wie sie gelaufen sind. Na, die haben richtig Angst vor uns. Ach, Irene glaubt auch, dass sie einfach beim Contest mitmachen kann. Das lasse ich nicht zu. So, ihre Namen sind von der Liste gelöscht. Das Beste ist, wenn sie zum Contest hingehen, können sie einfach nicht mitmachen. Meine Mama sagt immer, ich habe eine Stimme wie ein Engel. Deswegen trage ich mich hier einfach ein. Na, wenn du mitmachst, mache ich auch mit. Ja, ich mache auch mit. Und das Beste ist, Irene und Taylor machen nicht mit. Was sagt ihr, liebe Zuschauer? Habe ich eine Chance, beim Contest zu gewinnen? Ich bin selber noch ein bisschen aufgeregt, aber ich werde mein Bestes geben. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat diese Episode bis jetzt gut gefallen und ihr freut euch schon auf den nächsten Teil. Falls es euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn ihr schon dabei seid, dann schaut vielleicht bei Toka Darius vorbei. Das ist mein privater Account, wo ich auch Stories hochlade. Und damit ich weiß, wer alles Toka Darius abonniert hat, schreibt in die Kommentare ein Einhorn, wenn ihr auf Toka Darius auch abonniert seid. So, und jetzt bedanke ich mich bei netten Zuschauern, die immer nette Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel die liebe Jocelyn Hangelhelling, also warte mal, nein, Zeynep, Ravda und Hanga. Und zu guter Letzt noch die Dianas. Und wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, so wie die drei hier, dann schreibt einen netten Kommentar und mit etwas Glück kommt ihr in unser nächstes Video. Jetzt bedanke ich mich noch bei unseren Kanalmitgliedern. Danke Areli, Lami, Agnicia, Toka Tostia und Livia. Vielen Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit unterstützt. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt als Kanalmitglied, dann werdet einfach Kanalmitglied und wir grüßen euch in unserem nächsten Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.